Teil 3 des 9. Kapitels. Im Dezember 1858 machte mir auf einem Balle bei Mustier oder Caroli der Graf Stillfried scherzhafte Anspielungen, aus denen ich schloss, dass meine Versetzung von Frankfurt nach Petersburg erfolgen werde, und fügte dazu die wohlwollende Bemerkung per aspera ad astra. Die Wissenschaft des Grafen beruhte ohne Zweifel auf seinen intimen Beziehungen zu allen Katholiken im Haushalte der Prinzessin, vom ersten Kammerherrn bis zum Kammerdiener. Meine Beziehungen zu den Jesuiten waren damals noch ungetrübt und ich besaß noch Stillfrieds Wohlwollen. Ich verstand die durchsichtige Anspielung, begab mich am folgenden Tage zu dem Regenten und sagte offen, ich hörte, dass ich nach Petersburg versetzt werden sollte, bat um Erlaubnis, mein Bedauern darüber auszusprechen für den Fall, dass es noch rückgängig gemacht werden könnte. Die erste Gegenfrage war, wer hat Ihnen das gesagt? Ich erwiderte, ich würde indiskret sein, wenn ich die Person nennen wollte. Ich habe es aus dem Jesuitenlager gehört, mit dem ich alte Fühlung hätte, und bedauerte es, weil ich glaubte, in Frankfurt, in diesem Fuchsbau des Bundestages, dessen Ein- und Ausgänge ich bis auf die Notröhren kennengelernt hätte, brauchbarere Dienste leisten zu können als irgendeiner meiner Nachfolger, der die sehr komplizierte Stellung, die auf den Beziehungen zu vielen Höfen und Ministern beruhe, erst wieder kennenlernen müsse, da ich meine 8-jährige Erfahrung auf diesem Gebiete, die ich in bewegten Zuständen gemacht, nicht verderben könnte. Mir wäre jeder deutsche Fürst und jeder deutsche Minister und die Höfe der bundesfürstlichen Residenz persönlich bekannt, und ich erfreute mich, soweit es für Preußen erreichbar sei, eines Einflusses in der Bundesversammlung und an den einzelnen Höfen. Dieses erworbene und erkämpfte Kapital der preußischen Diplomatie würde zwecklos zerstört durch meine Abberufung von Frankfurt. Die Ernennung von Usedom werde das Vertrauen der deutschen Höfe abschwächen, weil er unklar liberal und mehr anekdotenerzählender Höfling als Staatsmann sei, und Frau von Usedom würde uns durch ihre Exzentrizität, Verlegenheit und unerwünschte Eindrücke in Frankfurt zuziehen. Worauf der Regent: Das ist es ja eben, dass die hohe Befähigung Usedoms sich nirgendwo anders verwerten lässt, weil seine Frau an jedem Hofe Verlegenheiten herbeiführen würde. Letzteres geschah nicht bloß an Höfen, sondern auch in dem duldsamen Frankfurt, und die Unannehmlichkeiten, welche sie in Überschätzung ihrer gesandtschaftlichen Prärogative Privatleuten bereitete, arteten bis zu öffentlichen Skandalen aus. Aber Frau von Usedom war geborene Engländerin und fand deshalb bei der Inferiorität des deutschen Selbstgefühls bei Hofe eine Nachsicht, deren sich keine deutsche Frau zu erfreuen gehabt haben würde. Meine Erwiderung dem Regenten gegenüber lautete ungefähr: Dann ist es also ein Fehler, dass ich nicht auch eine taktlose Frau geheiratet habe, sonst würde ich auf den Posten, auf dem ich mich heimisch fühle, denselben Anspruch haben wie Graf Usedom. Darauf der Regent: Ich begreife nicht, wie Sie die Sache so bitter auffassen können. Petersburg hat doch immer für den obersten Posten der preußischen Diplomatie gegolten, und Sie sollten es als einen Beweis hohen Vertrauens aufnehmen, dass ich Sie dahin schicke. Darauf ich: Sobald Eure Königliche Hoheit mir dieses Zeugnis geben, so muss ich natürlich schweigen, kann aber doch bei der Freiheit des Wortes, die Eure Königliche Hoheit mir jederzeit gestattet haben, nicht umhin, meine Sorge über die heimische Situation und ihren Einfluss auf die deutsche Frage auszusprechen. Usedom ist ein Brouillant, kein Geschäftsmann. Seine Instruktion wird er von Berlin erhalten. Wenn Graf Schlieffen Dezernent für deutsche Sachen wäre und bliebe, so werden die Instruktionen gut sein. An gewissenhafte Ausführung derselben glaube ich bei Usedom nicht. Gleichwohl wurde er nach Frankfurt ernannt. Dass ich ihm mit meinem Urteil nicht Unrecht getan, bewies sein späteres Verhalten in Turin und Florenz. Er posierte gern als Stratege, auch als verfluchter Kerl und tief eingeweihter Verschwörer, hatte Verkehr mit Garibaldi und Mazzini und tat sich etwas darauf zugute. In der Neigung zu unterirdischen Verbindungen nahm er in Turin einen angeblichen Mazzinisten, in der Tat österreichischen Spitzel, als Privatsekretär an,
gab ihm die Akten zu lesen und den Chiffre in die Hände. Er war Wochen und Monate von Turin abwesend, hinterließ Blanketts, auf welche Delegationssekretäre Berichte schrieben. So gelangten an das Auswärtige Amt Berichte mit seiner Unterschrift über Unterredungen, die er mit den italienischen Ministern gehabt haben sollte, ohne dass er diese Herren in der betreffenden Zeit gesehen hatte. Aber er war ein hoher Freimaurer. Als ich im Februar 1869 die Abberufung eines so unbrauchbaren und bedenklichen Beamten verlangte, stieß ich bei dem Könige, der die Pflichten gegen die Brüder mit einer fast religiösen Treue erfüllte, auf einen Widerstand, der auch durch meine mehrtägige Enthaltung von amtlicher Tätigkeit nicht zu überwinden war und mich zu der Absicht brachte, meinen Abschied zu erbitten. Indem ich jetzt nach mehr als 20 Jahren die betreffenden Papiere wieder lese, befällt mich eine Reue darüber, dass ich damals zwischen meiner Überzeugung von dem Staatsinteresse und meine persönliche Liebe zu dem Könige gestellt, der Ersteren gefolgt bin und folgen musste. Ich fühle mich heute beschämt von der Liebenswürdigkeit, mit welcher der König meine amtliche Pedanterie ertrug. Ich hätte ihm und seinem Maurerglauben den Dienst in Turin opfern sollen. Am 22. Februar schrieb mir seine Majestät: Überbringer dieser Zeilen, Kabinettsrat Wehrmann, hat mir Mitteilung von dem Auftrage gemacht, den Sie ihm für sich gegeben haben. Wie können Sie nur daran denken, dass ich auf Ihren Gedanken eingehen könnte? Mein größtes Glück ist es ja, mit Ihnen zu leben und immer fest einverstanden zu sein. Wie können Sie sich Hypochondrien darüber machen, dass meine einzige Differenz Sie bis zum extremsten Schritt verleitet? Noch aus Varchin schrieben sie mir in der Differenz wegen der Deckung des Defizits, dass sie zwar anderer Meinung wie ich seien, dass sie aber bei Übernahme ihrer Stellung es sich zur Pflicht gemacht hätten, wenn sie pflichtmäßig ihre Ansichten geäußert, sie sich meinen Beschlüssen immer fügen würden. Was hat denn diesmal ihre so edel ausgesprochene Absicht von vor 3 Monaten so gänzlich verändert? Es gibt nur eine einzige Differenz, ich wiederhole es, die in Frankfurt am Main. Die Usedomianer habe ich gestern noch ganz eingehend nach Ihrem Wunsch besprochen, schriftlich. Die Hausangelegenheit wird sich schlichten. In der Stellenbesetzung waren wir einig, aber die Individuen wollen wir nicht. Wo ist da also Grund zum Extreme? Ihr Name steht in Preußens Geschichte schöner als der irgendeines preußischen Staatsmannes. Den soll ich lassen? Niemals. Ruhe und Gebet wird alles ausgleichen. Ihr treuester Freund Wilhelm. Von dem folgenden Tage ist der nachstehende Brief Rohns. Berlin, 23. Februar 1869. Seit ich Sie gestern Abend verließ, mein verehrter Freund, bin ich unausgesetzt mit Ihnen und Ihrer Entschließung beschäftigt. Es lässt mir keine Ruhe. Ich muss Ihnen nochmals zurufen, fassen Sie Ihr Schreiben so, dass ein Einlenken möglich bleibt. Vielleicht haben Sie es noch nicht abgeschickt und können noch daran ändern. Bedenken Sie, dass das gestern empfangene fast zärtliche Billett den Anspruch der Wahrhaftigkeit macht, sei es auch nicht mit voller Berechtigung. Es ist so geschrieben und mit dem Anspruch, nicht als falsche Münze betrachtet zu werden, sondern als gute und vollgültige. Und erwägen Sie, dass das beigemischte unechte Gut nichts anderes ist als das Kupfer der falschen Scham, die ich nicht eingestehen will und in Betracht der Stellung des Schreibers auch nicht kann. Ich habe sehr Unrecht getan und will mich bessern. Es ist ganz unzulässig, dass Sie die Schiffe verbrennen. Sie dürfen das nicht. Sie würden sich damit vor dem Lande ruinieren und Europa würde lachen. Die Motive, die sie leiten, würden nicht gewürdigt werden. Man würde sagen, er verzweifelte, sein Werk zu vollenden. Deshalb ging er. Ich mag mich nicht ferner wiederholen, höchstens noch in dem Ausdruck meiner unwandelbaren und treuen Abhängigkeit, ihr von Rohn. Nachdem ich meinen Antrag auf Verabschiedung zurückgenommen hatte, erhielt ich folgenden Brief. Berlin, 26. Februar 1869.
Als ich Ihnen am 22. in meiner Bestürzung über Wehrmanns Mitteilung ein sehr flüchtiges, aber desto eindringlicheres Billett schrieb, um Sie von Ihrem Verderben drohenden Vorhaben abzuhalten, konnte ich annehmen, dass Ihre Antwort in Ihrem Endresultat meinen Vorstellungen Gehör geben würde. Und ich habe mich nicht geirrt. Danke. Herzlichsten Dank, dass Sie meine Erwartungen nicht täuschten. Was nun die Hauptgründe betrifft, die Sie momentan an Ihren Rücktritt denken ließen, so erkenne ich die Triftigkeit derselben vollkommen an, und Sie werden sich erinnern, in wie eindringlicher Art ich Sie im Dezember vorigen Jahres bei Wiederübernahme der Geschäfte aufforderte, sich jede mögliche Erleichterung zu verschaffen, damit Sie nicht von neuem der vorauszusehenden Last und Masse der Arbeit unterlegen. Leider scheint es, dass Sie eine solche Erleichterung nicht einmal die Abbürdung Lauenburgs nicht für angänglich gefunden haben und dass meine desfallsige Befürchtungen sich in erhöhtem Maße bewahrheitet haben, und zwar in einem solchen Grade, dass sie zu unheilvollen Gedanken und Beschlüssen gelangen sollten. Wenn Ihrer Schilderung nach nun noch Erschwernisse in Bewältigung einzelner Geschäftsmomente eingetreten sind, so bedauert das niemand mehr wie ich. Eine derselben ist die Stellung Sulzers. Schon vor längerer Zeit habe ich die Hand zu dessen anderweitiger Platzierung geboten, so dass es meine Schuld nicht ist, wenn dieselbe nicht erfolgt ist, nachdem Eulenburg sich selbst auch von derselben überzeugt hat. Wenn eine ähnliche Geschäftsvermehrung Ihnen die usedomsche Angelegenheit verursachte, so kann dies auch mir nicht zur Last gelegt werden, da dessen Verteidigungsschrift, die ich doch nicht veranlassen konnte, eine Beleuchtung Ihrerseits verlangte. Wenn ich nicht sofort auf die Erledigung des von Ihnen beantragten Gegenstandes einging, so mussten Sie wohl aus der Überraschung, welche ich Ihrer Mitteilung entgegenbrachte, als Sie mit Ihren bereits getanen Schritt gegen Usedom anzeigten, darauf vorbereitet sein. Es waren Mitte Januar, als Sie mir diese Anzeige machten, kaum 3 Monate verflossen, seitdem die La Marmorage-Episode sich anfing zu beruhigen, so dass meine Ihnen im Sommer geschriebene Ansicht über Usedoms Verbleiben in Turin noch dieselbe war. Die mir unter dem 14. Februar gemachten Mitteilungen über Usedoms Geschäftsbetrieb, der seine Enthebung vom Amt nunmehr erforderte, wenn nicht eine Disziplinaruntersuchung gegen ihn verhängt werden solle, ließ ich einige Tage ruhen, da mir inzwischen die Mitteilung geworden war, dass Keudell mit ihrem Vorwissen Usedom aufgefordert, einen Schritt entgegenzutun. Und dennoch, ehe noch eine Antwort aus Turin anlangte, befragte ich sie schon am 21. Februar, wie sie sich die Wiederbesetzung dieses Gesandtschaftsposten dächten, womit ich also aussprach, dass ich auf die Vakantwerdung desselben einging. Und dennoch taten sie schon am 22. dieses Monats den entscheidenden Schritt gegen Wehrmann, zu welchem die Usedomiade Mitveranlassung sein sollte. Eine andere Veranlassung wollen Sie in dem Umstande finden, dass ich nach Empfang des Staatsministerialberichts in der Angelegenheit Frankfurt am Main vor Feststellung meiner Ansicht nicht noch einmal Ihren Vortrag verlangt hätte. Da aber Ihre und der Staatsministergründe so entscheidend durch die Vorlage des Gesetzentwurfs und den Begleitungsbericht dargelegt waren, ja meine Unterschrift in derselben Stunde verlangt wurde, als mir diese Vorlage gemacht ward, um sie sofort in die Kammer zu bringen, so schien mir nochmaliger Vortrag nicht angezeigt, um meine Ansicht und Absicht festzustellen. Wäre mir, bevor im Staatsministerium dieser in der Frankfurter Mainfrage einzuschlagende Weg, der ganz von meiner früheren Kundgebung abwich, festgestellt wurde, Vortrag gehalten worden, so würde durch den Ideenaustausch ein Ausweg aus den verschiedenen Auffassungen erzielt worden sein, und die Divergenz und der Mangel des Zusammenwirkens, das Umarbeiten etc., was Sie mit Recht so sehr bedauern, zu vermeiden gewesen. Alles, was Sie bei dieser Gelegenheit über die Schwierigkeit des Imganggehaltens der konstitutionellen Staatsmaschine sagen und so weiter, unterschreibe ich durchaus. Nur kann ich die Ansicht nicht gelten lassen, dass mein so nötiges Vertrauen zu Ihnen und den anderen Räten der Krone mangle. Sie selbst sagen, dass es zum ersten Mal vorkomme seit 1862, dass eine Differenz eingetreten sei zwischen uns, und das sollte genügen als Beweis, dass ich kein Vertrauen zu meinen Regierungsorganen mehr hätte. Niemand schlägt das Glück höher an als ich,
dass in einer sechsjährigen so bewegten Zeit dergleichen Differenzen nicht eingetreten sind. Aber wir sind dadurch verwöhnt worden, so dass der jetzige Moment mehr als gerechtfertigt ist, ein Ebranlement erzeugt. Ja, kann ein Monarch seinem Premier ein größeres Vertrauen beweisen als ich, der ihnen zu so verschiedenen Malen und nun auch jetzt zuletzt noch privat Briefe zusendet, die über momentan schwebende Fragen sprechen, damit sie sich überzeugen, dass ich nichts derart hinter ihrem Rücken betreibe. Wenn ich ihnen den Brief des Generals von Manteuffel in der Memeler Angelegenheit sende, weil er mir ein Novum zu enthalten schien und ich deshalb ihre Ansicht hören wollte, wenn ich ihnen General von Boyens Brief mitteilte, ebenso einige Zeitungsausschnitte, bemerkend, dass diese Piecen genau das wiedergeben, was ich unverändert seit Jahr und Tag überall und offiziell ausgesprochen hätte, so sollte ich glauben, dass ich mein Vertrauen kaum steigern könnte. Dass ich aber überhaupt mein Ohr den Stimmen verschließen sollte, die in gewissen gewichtigen Augenblicken sich vertrauensvoll an mich wenden, das werden Sie selbst nicht verlangen. Wenn ich hier einige der Punkte heraushebe, die Ihr Schreiben als Gründe anführt, die Ihre jetzige Gemütsstimmung herbeiführten, während ich andere unerörtert ließ, so komme ich noch auf Ihre eigene Äußerung zurück, dass Sie Ihre Stimmung eine krankhafte nennen. Sie fühlen sich müde, erschöpft, Sehnsucht nach Ruhe beschleicht Sie. Das alles verstehe ich vollkommen, denn ich fühle es Ihnen nach. Kann und darf ich deshalb daran denken, mein Amt niederzulegen? Ebenso wenig dürfen Sie es. Sie gehören sich nicht allein, sich selbst an. Ihre Existenz ist mit der Geschichte Preußens, Deutschlands, Europas zu eng verbunden, als dass Sie sich von einem Schauplatz zurückziehen dürften, den Sie mitschaffen halfen. Aber damit Sie sich dieser Schöpfung auch ganz widmen können, müssen Sie sich Erleichterung der Arbeit verschaffen, und bitte ich Sie inständigst, mir dieserhalb Vorschläge zu machen. So sollten Sie sich von den Staatsministerialsitzungen losmachen, wenn gewöhnliche Dinge verhandelt werden. Delbrück steht Ihnen so treu zur Seite, dass er Ihnen manches abnehmen könnte. Reduzieren Sie Ihre Vorträge bei mir auf das Wichtigste und so weiter. Vor allem aber zweifeln Sie nie an meinem unveränderten Vertrauen und an meiner unauslöschlichen Dankbarkeit. Ihr Wilhelm. Usedom wurde zur Disposition gestellt. Seine Majestät überwand in diesem Falle die Tradition der Verwaltung des königlichen Hausvermögens so weit, dass er ihm die finanzielle Differenz zwischen dem amtlichen Einkommen und dem Wartegeld aus der Privatschatulle regelmäßig zahlen ließ.